Schönen guten Tag. Heute geht es um das Thema Glauben und Wissen. Was kann ich wissen? Unser Wissen ist unzweifelhaft nicht unbegrenzt. Das Erkennen der Grenzen unseres Wissens sowie der Möglichkeiten, über diese Grenzen hinauszugehen, ist in erster Linie die Aufgabe der Philosophie. Immanuel Kant formulierte dementsprechend seine vier bekannten Grundbegriffe der Philosophie. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Und viertens, was ist der Mensch? Mit der scheinbar harmlosen Frage, was kann ich wissen, goss Kant Öl in das Feuer der Aufklärung. Denn damit relativierte er in erster Linie die Absolutheitsansprüche der Religion, aber auch den Absolutheitsanspruch der Wissenschaft. Wissen, sowohl das religiöse als auch das wissenschaftliche, muss hinterfragt werden. Was ist wahrhaft erwiesen? Was sind Fakten und was sind Interpretationen? Die Beantwortung dieser Fragen ist die Grundlage zu einem differenzierten Wissen, das sich der eigenen Grenzen bewusst ist und das gleichzeitig auch zeigt, wo neue Möglichkeiten der Betrachtung und der Interpretation bestehen. Deswegen zitierte Kant auch den Aufruf des lateinischen Dichters Horaz: Sapere aude, wage zu wissen. Oder in etwas umständlichen Übersetzung von Kant: Habe Mut, dich eines eigenen Verstandes zu bedienen. Auch heute wird noch oft gesagt, Wissen ist besser als Glauben. Denn Glauben heißt nicht Wissen. So klug diese Aussage klingen mag, sie ist oberflächlich und verkennt, was Glauben und was Wissen tatsächlich bedeutet. In diesem Spruch wird davon ausgegangen, Glauben bedeutet einfach vermuten oder gar etwas blind für wahr zu halten. Glauben heißt nicht Wissen, das ist ein typischer Slogan der sogenannten Rationalisten. Und die gleichen Rationalisten sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Damit verraten sie, dass sie ebenfalls glauben, und zwar nur ihrer Sinneswahrnehmung und ihrer intellektuellen Kapazität. Und mehr noch, sie glauben nicht nur, was sie sehen, sondern sie sehen nur, was sie glauben. Glauben bedeutet das Annehmen einer bestimmten Weltsicht, mit der man dann die Welt betrachtet und interpretiert. Glaube geht dem Wissen voran. Glaube bestimmt, was wir wissen. Glaube ist eine a priori getroffene Bewusstseinsausrichtung. Dies gilt für Religion und Esoterik, genau wie für die Wissenschaften und unser Alltagswissen, wie die jetzt angeführten Beispiele auch zeigen werden. Die vielleicht überraschende Erkenntnis, die Menschen sehen nur, was sie glauben, ist bei näherer Betrachtung aber offensichtlich. In unserer Welt, in unserem Universum und jenseits davon gibt es unbegrenzt viele Aspekte, Formen und Informationen, und wir können nie alle kennen oder auch nur zur Kenntnis nehmen. Welche Informationen und Perspektiven wir wahrnehmen und dann auch noch ernst nehmen, hängt von unserer Weltsicht und damit verbunden von unseren Interessen und unserer Offenheit ab. Wie oft winken Menschen bei einer ungewohnten Information gleich ab und sagen, Blödsinn, das kann nicht sein, Verschwörungstheorie, der spinnt doch und so weiter. Also was wissen wir zu glauben? Unser Glaube bestimmt, dass wir wissen, beziehungsweise was wir zu wissen glauben. Für dieses grundlegende Prinzip aller Wahrnehmung möchte ich zwei Beispiele anführen, eines aus dem Weltgeschehen und eines aus der Wissenschaft. Das Beispiel aus dem Weltgeschehen ist welterschütternd. Nämlich die ganze Welt sah, wie am 11. September 2001 die beiden WTC-Türme in New York zusammenbrachen. Es wurde immer und immer wieder gezeigt und gesagt, die Türme seien wegen der Flugzeugeinschläge zusammengebrochen. Jedoch kritische, unabhängige Forscher und Journalisten erkannten sogleich viele Ungereimtheiten. Aber ihre Stimmen gingen unter, weil die große Mehrzahl zu sehen glaubte, was gesagt wurde. Dabei seien alle, wie zwei 412 Meter hohe Türme innerhalb von 10 Sekunden bis in die Untergeschosse hinein zusammenbrachen. Mit anderen Worten,
Sie brachen in der Geschwindigkeit des freien Falls zusammen, das wiederum bedeutet Widerstand aller Stahlsäulen und Verstrebungen von oben bis unten gleich Null. Und am Nachmittag desselben Tages brach ein weiteres WTC-Hochhaus, das 47 Stockwerke hohe WTC-7, plötzlich innerhalb von 7 Sekunden zusammen, ebenfalls mit der Geschwindigkeit des freien Falls. Und in dieses Gebäude war kein Flugzeug hineingeflogen. Nun, was sehen wir tatsächlich? Was glauben wir? Und was wissen wir? Unser Glaube bestimmt, was wir sehen und nicht sehen. Das zweite Beispiel stammt aus der Wissenschaft. Es sei wissenschaftlich bewiesen, so wird immer wieder gesagt, dass der Mensch über eine Evolution der Tiere entstanden sei und dass die ersten lebenden Zellen auf der Erde zufällig aus anorganischer Materie entstanden seien. Jeder, der dies nicht glaubt, wird als mittelalterlich und unwissenschaftlich, ja sogar als wissenschaftsfeindlich verschrien. Fakt jedoch ist, es gibt Fossilien von ausgestorbenen und heute noch vorhandenen Pflanzen und Tieren und so weiter. Es gibt anatomische und genetische Ähnlichkeit zwischen den verschiedenen Körpertypen im Pflanzen- und Tierreich. Es gibt gewisse parallele Verhaltensmuster bei verschiedenen Tieren und Menschen. Aber die Frage ist nun, mit welchem Weltbild interpretieren wir diese Fakten? Die Evolutionstheorie ist eine Interpretation gemäß dem Weltbild des Materialismus. Menschen mit einem materialistischen oder atheistisch-esoterischen Weltbild können sich gar nichts anderes vorstellen als eine Evolution, obwohl dies den Fakten selbst keineswegs vorgegeben oder angezeigt ist. Es gibt kein einziges glaubwürdiges Modell, das auch nur theoretisch zeigen könnte, wie Einzeller zu Vielzellern, Weichtiere zu Wirbeltieren oder Fische zu Amphibien, Amphibien zu Reptilien und Reptilien zu Vögeln und zu Säugetieren wurden. Wie sähe zum Beispiel ein lebensfähiges Unikat aus, das zu 50% Reptil und zu 50% Säugetier ist? Dass ein solches Unikum durch zufällige Genmutation entstehen könnte, ist unmöglich. Und sowieso wäre es sogleich von der natürlichen Selektion eliminiert worden. Oder es hätte sich nicht paaren können, da ja wohl kaum zufällig gerade ein zweites gleiches Unikum des anderen Geschlechts parallel dazu entstanden war. Glaubt man aber einmal an diese Interpretation, meint man plötzlich, überall eine Evolution zu sehen, obwohl faktisch gar nichts darauf hinweist. Man will sogar in der Entwicklung des menschlichen Embryos eine Rekapitulation der Evolution sehen. Zum Beispiel anfänglich Kiemen und dann ein Schwanz und dann in der Lanugo-Behaarung des Fötus ein Fell. Diese Fehlinterpretationen sind längst widerlegt, aber auch in heutigen Lehrbüchern werden spezifische embryologische Merkmale immer noch gerne als vorgebliche Beweise für die Evolutionstheorie angeführt. Dieselben Fakten können auch ganz anders interpretiert und erklärt werden, aber dazu müssen wir die Welt mit anderen Augen betrachten. Auch in der Esoterik wird immer wieder versucht, die Evolutionstheorie spirituell zu interpretieren. Schlicht und einfach deshalb, weil man diese Theorie glaubt und nie hinterfragt hat. Dabei wäre ein Hinterfragen durchaus angebracht, wenn wir das Glaubensbekenntnis anschauen, das hinter dieser Theorie steht. Nur selten hat ein Wissenschaftler dieses Glaubensbekenntnis so deutlich ausgedrückt wie der berühmte Genetiker Professor Richard Levontin in einem Artikel, der am 9. Januar 1997 in der New York Review veröffentlicht wurde. Dort schrieb er: Dies, die heute vorherrschende empirische Selbstbeschränkung der Wissenschaft, beruht auf einer schon früher eingegangenen Verpflichtung, nämlich einer Verpflichtung auf den Materialismus. Nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Wir sind im Gegenteil durch unsere a priori von vornherein getroffene Grundsatzentscheidung für den Materialismus dazu gezwungen, Forschungsansätze und Erklärungskonzepte zu entwickeln, die sich auf materialistische Erklärung beschränken. Dabei spielt es keine Rolle, wie sehr sie der Intuition der Nicht-Eingeweihten entgegenstehen oder ob sie ihnen rätselhaft erscheinen. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Damit sagte Professor Levontin, wissenschaftlich zu sein bedeute, ein materialistisches Weltbild zu haben und das alles, was nicht materialistisch sei, nicht wissenschaftlich und somit auch nicht wahr sein könne.
Dabei ist er ehrlich genug zu sagen, dass die Wissenschaft an sich in keiner Weise einen solchen materialistischen Ansatz erzwingen würde. Genauso ist die materialistische Evolutionstheorie in keiner Weise zwingend, ja nicht einmal logisch und aufrichtig, denn sie kann nur dank der Unterschlagung bzw. Banalisierung zahlloser Phänomene des Lebens existieren. Vielleicht war alles ganz anders. Fische wurden nie Amphibien, Amphibien nie Reptilien, Reptilien nie Säugetiere, Tiere nie Menschen. Wenn wir die Perspektive der geistigen Welten und Wesen mit in unser Weltbild aufnehmen, kommen plötzlich ganz andere Möglichkeiten in das Blickfeld unseres Horizonts. Und hier treffen sich ältestes Wissen und neueste Erkenntnisse. Zeitloses Wissen kann in alter Mysteriensprache ausgedrückt werden und ebenso in moderner Quantenphysiksprache. Das heißt aber nicht, dass die moderne Quantenphysik näher an der Wahrheit ist als die alten Mysterienschulen. Denn auch die Quantenphysik kann man materialistisch oder monistisch interpretieren. Denn die Quantenphysik kommt durch die Erforschung der Unendlichkeit von Raum und Zeit im besten Fall an das Ufer der Ewigkeit, aber nicht weiter, denn ihre Mittel können nicht weiterführen. Was bedeutet dies nun, wenn Leben nun ein Prinzip der Ewigkeit, Raum und Zeitlosigkeit wäre und nicht der Materie? Wissen ist also nicht eine unabhängige Wahrheit, sondern ist von verschiedenen Faktoren abhängig, in erster Linie von unserem Glauben. Das heißt, es ist unsere Weltsicht, die entscheidet, was wir sehen und wissen und die vor allem entscheidet, wie beschränkt oder unbeschränkt unser Wissen ist. Und dies wiederum ist abhängig von unserem Bewusstsein. Wenn wir nun annehmen, dass die letzte Wahrheit oder die absolute Wahrheit Gott ist, dann kann dies nur mit einem göttlichen Bewusstsein erkannt werden. Oder wie es der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin in ein Gedicht formulierte: An das göttliche Glauben, die allein dir selber sind. Was Wahrheit ist, kann durchaus erkannt werden, denn das Absolute ist per Definition allumfassend und vollkommen. Und das Vollkommene ist so vollkommen, dass es nicht nur unverständlich und unfassbar ist, sondern auch verständlich und fassbar, denn sonst würde ihm etwas fehlen, nämlich der Aspekt der Verständlichkeit und der Fassbarkeit. Wir sehen, was wir glauben, und dadurch schaffen wir unser Weltbild und unsere Welt, unsere eigene Realität. Wenn unsere Realität durch das geschaffen wird, was wir glauben, ergibt sich daraus, dass wir nur das erschaffen können, woran wir glauben. Wenn wir Gott nicht nur als Energie, sondern auch als absolutes Sein und Bewusstsein sehen, mit Liebe und Wille, oder wie Jesus sagte, dein Wille geschehe, dann kann dieser Glaube Materie bewegen und es geschehen Wunder. Entsprechen die materialistischen und atheistisch-monistischen Weltbilder der Wahrheit, dann dürfte es keine Wunder geben. Doch es gibt Wunder, wie zum Beispiel Wunderheilung, wundersame Gebetserhörungen. Letztlich ist jedes Lebewesen, jede Blume, jedes Insekt und so weiter und erst recht jeder Mensch ein Wunder. Und materialistische Theorien können diesem Wunder nicht einmal im Ansatz gerecht werden. Jesus sagte: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Heute müssen wir sagen, selig sind die, die sehen und wenigstens dann glauben. Jede Pflanze, jedes Tier und jeder Mensch ist eine Ausdrucksform des Lebens, die allein durch die materiellen oder körperlichen Gegebenheiten nicht erklärt werden kann. Wer über Leben sprechen will, ganz zu schweigen über den Ursprung des Lebens und des Menschen, sollte nicht nur eine intellektuelle, theoretische Schulung absolvieren, sondern auch sein eigenes Bewusstsein praktisch erforschen. Dies war früher in allen Mysterienschulen der Fall, wo die Adepten lernten, in tiefe Meditation zu gehen, Körper- und Geistbeherrschung zu üben, Astralreisen zu vollführen und so weiter. Wie die Beispiele in diesem Artikel gezeigt haben, sind die hier dargelegten Ausführungen nicht einfach nur philosophische Spielereien oder ein schön geistiger Luxus, sondern Fragestellungen von existenzieller Wichtigkeit, vor allem in der heutigen Zeit der Transformation, wo alle Schatten durchlichtet werden sollen. Damit schließt sich der Kreis zum Anfang des Artikels. Dort wurde Kant zitiert mit dem Hinweis, dass damals die Zeit der Aufklärung war. Das wirkliche Zeitalter der Aufklärung jedoch ist heute, das Zeitalter der spirituellen Aufklärung mit allem, was dazugehört. Angefangen mit der persönlichen Überwindung der globalen Alltagsprogrammierung durch die Entwicklung von spirituellem Wissen und Unterscheidungsvermögen. Sapere aude, wage zu wissen. Vielen Dank fürs Zuhören.